mich sehr, heute Abend bei Ihrer feierlichen Verabschiedung als langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Ulm-Biberach dabei zu sein. Und ja, es gibt ja das Sprichwort, aller guten Dinge sind drei. Zweimal wurden Sie heute Abend schon geehrt mit der goldenen Ehrennadel des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes und mit dem Ehrenvorsitz des Aufsichtsrats. Ich möchte nun den Anlass Ihrer heutigen Verabschiedung nutzen, um Sie als herausragende Unternehmerpersönlichkeit unseres Landes zu würdigen. In vielen unterschiedlichen Funktionen und auf vielfältige Weise haben Sie sich um die baden-württembergische Wirtschaft und um die Menschen in unserem Land verdient gemacht. Da ist natürlich zunächst einmal die eindrucksvolle Erfolgsgeschichte Ihres Familienunternehmens. Die Firma Ester Apparatebau wurde 1972 von Ihrem Vater gegründet in einem kleinen Büro in seiner Ulmer Privatwohnung. Heute ist sie eines der führenden Unternehmen im Bereich der Absaugtechnik, hochinnovativ und international erfolgreich. Unter ihrer visionären Führung hat ihr Unternehmen immer wieder renommierte Auszeichnungen erhalten. So etwa den Max Award als bester Ausbildungsbetrieb, den Ehrenpreis für Prävention im Gesundheits- und Arbeitsschutz oder den Corporate Social Responsibility Preis der Bundesregierung für die betriebliche Integration von Flüchtlingen. Sie verbinden in Ihrem Unternehmen auf bemerkenswerte Weise soziale Verantwortung mit hoher Innovationskraft. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrachten Sie dabei als Ihren größten Trumpf. Mit einer überdurchschnittlichen Ausbildungsquote von mehr als 20% sind Sie vorbildlich in der Nachwuchsförderung. Und mit der 2007 gegründeten Ester Academy sorgen Sie in einer Zeit großer Umbrüche für die kontinuierliche Weiterbildung Ihrer Belegschaft. Dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gerne mit Ihrem Unternehmen identifizieren, hat aber noch einen weiteren Grund. Es liegt an dem guten Geist, der bei Ester herrscht und der ganz viel mit dem Chef persönlich zu tun hat. Sie haben immer wieder betont, wie wichtig Ihnen ein guter Umgang mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist. Diese sollen wissen, so haben Sie einmal gesagt, dass Sie mit einem Problem jederzeit zu Ihrem Chef kommen können. Ihr Selbstverständnis als Unternehmer haben Sie einmal so zusammengefasst, ich zitiere: Das ist einfach unsere Verantwortung, gute Arbeit machen und uns um die Menschen in unserem Umfeld kümmern. Mit dieser Haltung verkörpern Sie für mich genau das, was unsere soziale Marktwirtschaft im Kern ausmacht. Eine Wirtschaftsordnung, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Zugleich ist Ihr Unternehmen ein Vorzeigebetrieb der digitalen Transformation. Von unserer Allianz Industrie 4.0 wurde es als einer von 100 Orten für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg ausgezeichnet. Ein wesentlicher Treiber Ihrer Innovationsfähigkeit ist dabei das sogenannte Technikum, ein Ort, an dem Ester eine Vielzahl von Versuchen durchführt, um Ideen in der Praxis auszutesten. Ich habe gelesen, dass es unter anderem dadurch in den letzten 5 Jahren zu einer 15-fachen Steigerung Ihrer bisherigen Patentanmeldung gekommen ist. Das ist wirklich ein beeindruckender Innovationssprung. Ihr Engagement für die baden-württembergische Wirtschaft, lieber Herr Dr. Kulitz, geht aber freilich weit über Ihr eigenes Unternehmen hinaus. 15 Jahre lang waren Sie Präsident der IHK Ulm, 6 Jahre lang Präsident des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertages. Mit Ihrer großen unternehmerischen Erfahrung und Ihrem ordnungspolitischen Kompass waren Sie in dieser Zeit eine starke und weithin beachtete Stimme der regionalen Wirtschaft. Kompetent und mit großer Überzeugungskraft haben Sie die Interessen der Unternehmen aller Branchen gegenüber Politik und Öffentlichkeit vertreten und sind dabei auch kontroversen Debatten nie aus dem Weg gegangen. Ja.
Bis heute stehen Sie in meinen Augen völlig zu Recht zu Ihrem kompromisslosen Einsatz für die Neubaustrecke Ulm-Stuttgart. Auch das damals schon visionär. Wie ein roter Faden. Zieht sich darüber hinaus Ihr großes Engagement für die Bildung durch Ihr Leben. Nicht nur die Ausbildung in Ihrem eigenen Betrieb mit dieser hohen Ausbildungsquote. Sie waren Vorstand der Freien Waldorfschule Ulm, Mitbegründer der Internationalen Schule Neu-Ulm und Vorsitzender Ihrer Gesellschafterversammlung oder als Gründer des Vereins Orfamie International Deutschland, der den Schüleraustausch von Kindern zwischen Deutschland, Frankreich und England organisiert. Und auch als IHK-Präsident haben Sie 2005 einen Bildungsfonds initiiert, aus dem in der Folge spannende Projekte hervorgegangen sind. So hat der mit rund 4 Millionen Euro dotierte Fonds unter anderem die Gründung des Bildungsnetzwerks Schule Wirtschaft, das Projekt Faszination Technik und die Girls' Day Academy ermöglicht. Die genannten Projekte wurden im Jahr 2012 im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs Land der Ideen ausgezeichnet. Dass Ihnen das Bildungsthema wirklich eine Herzensangelegenheit ist, haben Sie auch bei anderen Gelegenheiten immer wieder deutlich gemacht. So haben Sie sich persönlich am IHK-Programm Unternehmer in die Schulen beteiligt, um Kindern und Jugendlichen ein besseres Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und Unternehmertum zu vermitteln. Den Austausch mit jungen Menschen, so sagten Sie einmal, haben Sie dabei auch für sich selbst als sehr bereichernd empfunden. Und nicht zuletzt haben Sie sich als IHK-Präsident für die Einrichtung von Stiftungsprofessuren an den Hochschulen Ihrer IHK-Region stark gemacht. Also auch da Ihr Weitblick. Seit 2017 sind Sie zudem Vorsitzender des Außenwirtschaftsausschusses des Deutschen Industrie- und Handelskammertages in Berlin und damit ehrenamtlich für 140 deutsche Außenhandelskammern und Delegiertenbüros in 96 Ländern zuständig. Eine wirklich beeindruckende Bilanz. Lieber Herr Dr. Kulitz, das unternehmerische Selbstverständnis, das Sie so überzeugend vorleben, hat viel zur wirtschaftlichen Stärke Baden-Württembergs, aber auch zum sozialen Zusammenhalt in unserem Land beigetragen. Es ist das Selbstverständnis des sozial engagierten Mittelständlers. Sie stehen für Innovationsgeist, soziale Verantwortung, ein nachhaltiges Unternehmertum, das in lange Linien denkt. Mit Ihren Investitionen hier bei uns im Land und Ihrem Engagement in der Aus- und Weiterbildung stärken Sie den Standort Baden-Württemberg und sichern seine Zukunftsfähigkeit. Als überzeugender Interessensvertreter der baden-württembergischen Wirtschaft und Förderer von Bildung und Wissenschaft tragen Sie außerdem zur Festigung der Fundamente unserer sozialen Marktwirtschaft bei. Ich bin überzeugt, solange unser Land solche Unternehmer hat wie Sie, muss uns um unsere Zukunft auch in solch herausfordernden Zeiten, in denen wir derzeit leben, nicht bange sein. Herausragenden Verdienste um die Wirtschaft unseres Landes darf ich Ihnen, lieber Herr Dr. Kulitz, heute die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg verleihen. Das ist eine große Ehre. Herzlichen Glückwunsch! Baden-Württemberg, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Urkunde für herausragende Verdienste um die Wirtschaft Baden-Württembergs wird Herrn Dr. Peter Kulitz Ulm die Wirtschaftsmedaille verliehen. Unterzeichnet von meiner Wenigkeit und es ist mir eine Ehre und Freude, Ihnen diese Auszeichnung als Wertschätzung für Ihr großes Engagement verleihen zu dürfen. Lieber Herr Dr. Kulitz, herzlichen Glückwunsch nochmal.